Es ist der 14. Februar 2014. Im Blauner Asylbewerberheim an der Kasernenstraße stirbt Hamed Chabert unter tragischen Umständen an einer Lungenembolie. Der 43-jährige Libyer hinterlässt eine Frau und zwei Kinder. Gut ein Jahr später sind es Flüchtlinge, die auf seinen Tod, aber auch auf ihre Lebensbedingungen in Deutschland aufmerksam machen möchten. For me, it will be, I mean, good day for me, because at least that I can break the silence. At least I can. Für mich ist das heute ein guter Tag. Ich kann wenigstens meinen Mund aufmachen, sagen, was ich zu sagen habe. Ich kann wenigstens meine Gefühle äußern. Ich kann die Herzen öffnen bei denjenigen, die denken, wir sind kriminell und wollen ihr Geld. Wir sind keine Kriminellen. Wir sind gut ausgebildet, hätten so viel zu tun. Abdal Barry Nbaili stammt wie der verstorbene Hamed Chabert aus Libyen. Dort hatte er einen guten Job, arbeitete für mehrere Firmen in der PR-Abteilung. Doch der Bürgerkrieg, der nach dem Tod des ehemaligen Machthabers Gaddafi in dem nordafrikanischen Land herrscht, zwang ihn zur Flucht. In Schweden abgewiesen, empfahl ihn ein Freund, nach Deutschland zu gehen. Er meinte, wenn du dich selber retten willst und ein besseres Leben haben möchtest, dann gehe nach Deutschland. Es ist ein demokratisches Land, dort wirst du frei sein. Aber um ehrlich zu sein, für mich ist das eine große Lüge. Er erzählt uns, dass er vor Jahren als Tourist gut in Deutschland behandelt wurde. Jetzt aber heißt ihn niemand willkommen, weil er Flüchtling sei, weil er eine dunkle Hautfarbe habe. Er wollte nie die Hilfe vom Sozialamt. Er könne nichts tun, weil er nicht arbeiten darf. Und genau da fangen die Probleme an, meint Katrin Holinski vom Sächsischen Flüchtlingsrat. Das Asylverfahren in Deutschland ist komplex und kann sich über Jahre hinziehen. Die menschenunwürdige Behandlung, die Perspektivlosigkeit oder die Angst vor Abschiebung wird die Flüchtlinge krank machen. Es muss was getan werden in der Gesundheitsversorgung. Die Asylsuchenden haben keine Krankenversicherung wie wir, sondern sie müssen einen Krankenschein beantragen im Sozialamt oder im Landratsamt. Das muss verbessert werden. Also auch Asylsuchende sollten eine Gesundheitskarte haben. Sie sollten die Möglichkeit haben, so schnell wie möglich zu arbeiten, so schnell wie möglich Deutsch lernen zu können. Also da gibt es ganz viel zu tun. Ein weiteres großes Problem ist außerdem die Unterbringung. Viele der Asylsuchenden sind in Heimen untergebracht. Das sind Verhältnisse, da würde keiner von uns auch freiwillig nur eine Nacht verbringen wollen. Da ist man zu 8 auf 20 Quadratmeter zusammengepfercht. Da gibt es eine Toilette für 30 Personen, da sind die Duschen verschimmelt, da gehen die Heizungen nicht. Ganz viele dieser Flüchtlingslager sind in Händen von privaten Unternehmern, die richtig Geld damit verdienen und die sich dann nicht kümmern. Und deswegen ist das natürlich dann schon nicht wirklich menschenwürdig, wie die Flüchtlinge untergebracht sind. Heinz Ratz spricht aus Erfahrung. Er und seine Band Strom und Wasser haben vor 4 Jahren knapp 80 Flüchtlingslager besucht und dort Musiker getroffen, die in ihrer Heimat sehr bekannt sind. Hier in Deutschland jedoch können sie sich aufgrund des Arbeitsverbotes nicht einmal ein Instrument kaufen. Heinz Ratz rief das Projekt Strom und Wasser featuring The Refugees ins Leben und tourt seitdem mit den Musikern verschiedener Nationalitäten durchs Land. Vor kurzem machte er im Plauner Malzhaus Station. Die leben richtig auf, die sind richtig glücklich, dass sie wieder mal was machen können. Und die Musik verbindet natürlich auch das Publikum ganz anders als eine politische Rede oder sowas. Gebraucht zu werden. Das ist das, was auch Abdal Barry Nbaili möchte. Er will nur so lange in Deutschland bleiben, bis es Libyen wieder besser geht, sagt er uns. Bis dahin aber wünscht sich Barry, akzeptiert zu werden. Ich möchte neue Freunde kennenlernen, ein neues Leben aufbauen. Seid offen, nicht nur für mich, sondern auch für die anderen Flüchtlinge. Wir sind auch Menschen, wir haben ein Herz, wir haben genauso Gefühle. Lernt uns einfach kennen. Be close to us and talk with us and know us, then you can judge us. Yeah.